Wir sind jetzt hier heute bei der Bierprobe fürs Volksfest Trostberg. Am 10. Juni geht's los. Freuen Sie sich schon? Ja, selbstverständlich. Nach 2 Jahren Corona, wer freut sich nicht, endlich wieder auf ein Volksfest, eine bayerische Bierzeltkultur, auszugehen mit Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen, auch gemeinsam feiern auf einem Volksfest. Mir ist es abgegangen, 2,5 Jahre jetzt, das haben wir ja fast 3 Jahre jetzt, wo wir das letzte Volksfest gemacht haben. Und von unserer Seite aus kann es eigentlich heute schon losgehen. Was wird denn so geboten werden? Es wird geboten werden im Endeffekt vom Programm her, von jung bis alt, alles möglich für jene selbst dabei. Wir haben Blasmusik, wir haben Showkapellen dabei, wir haben ein Trachtentreffen, wir haben verschiedene Musikgruppen, die wir akquirieren konnten. Es war allerdings noch nie so schwer, Musikgruppen und Vereine zu gewinnen. Unser großes Musikantentreffen war halt einfach auf der Kürze nicht mehr möglich zu organisieren. Aber losgelegt haben wir eigentlich mit der Planung am 14. April. Am Tag vor Karfreitag. Und seitdem sind wir am Planen. Ganz wissen wir es noch nicht, was passiert, weil wir noch auf Rückmeldungen abwarten. Aber auf jeden Fall, für jeden wird was dabei sein. Von der Musik passt alles. Sein. Für mich ist persönlich wichtig, dass wir als Wirtsfamilie unsere Küche so anbieten, wie wir es gewohnt sind. Wir werden mal wieder unsere Semignädeln dabei haben, die wir immer selber machen. Bei uns wird der Kartoffelsalat selber gemacht. Wir kochen mal unsere Soßen aus. Das ist für uns ganz wichtig. Das ist unser Markenzeichen. Wir machen mal frische Küche, frisch gekocht, bayerische Tradition. Und die Leute mittlerweile in Trostberg kennen unsere Küche, auch wenn wir erst einmal das Volksfest gemacht haben. Und wir haben das gesehen, wie das angenommen wird. Und es gibt nichts Schöneres für einen Wirt, wenn die Leute aus sagen, es hat geschmeckt und das Essen war super. Das ist viel besser wie alles andere. Ja, ganz ehrlich, also ich freue mich sehr aufs Trostberger Volksfest. Nach 2 Jahren Pause, das Höchste, dass endlich wieder was los ist und dass endlich wieder was rührt. Und ich glaube, alle Leute sind hochmotiviert, die Brauereien, der Festwirt, die Stadt Trostberg. Und ja, ich hoffe auf ein super schönes Bierzelt in Trostberg in diesem Jahr. Auf was dürfen sich die Volksfestbesucher denn freuen an Bier? Die dürfen sich über gutes Bier von der Brauerei Stein natürlich freuen und natürlich auch über unser Weißbier von der Brauerei Schwendl. Es ist ja mittlerweile eine eingespielte Sache in Trostberg, dass wir das Weißbier liefern, die Steiner das Festbier liefern. Und diese Kombination ist einfach eingespielt mittlerweile und für die Besucher und für die Trostberger gang und gäbe. Und das deshalb freue ich mich wirklich sehr, dass wir einfach wieder dabei sein dürfen. Zum Ausschauen kommt heuer wieder unser Steiner Festmärzen. Wie man es kennt, naturtrüb, frisch vom Lagertank. Ganz eine super, saugute Sache. Gebraut mit Steiner Braugerste, angebaut in der Region rund um die Stadt Trostberg. Wir freuen uns darauf, dass es endlich wieder losgeht. Wie haben Sie sich denn schlagen können, jetzt beim Probeanzapfen sozusagen? Ja, ich denke, wir haben ja 2 Mal anzapfen dürfen heute, einmal fürs Weißbier vom Schwindel und einmal fürs Helle vom Storner. Und jetzt Fassl ist mit 2 Schlägen gegangen. Ich glaube, dass das ganz in Ordnung ist. Ja, am 10. Juni dann geht's los. Worauf freuen Sie sich schon besonders? Also besonders freue ich mich darauf, dass der Wiesnaufzug wieder stattfindet mit unseren Vereinen, die also dann sich daran beteiligen. Viele Bürgerinnen und Bürger nehmen da in der Regel auch teil. Und das ist eigentlich für mich so der Start in eine Zeit, wo man wirklich wieder feiern kann, wo man mit den Leuten zusammenkommen kann und wo man ein bisschen Freude vermitteln kann. Da freue ich mich richtig drauf auf den ersten Tag.